Wenn er auf der Bühne steht, dann werden Mädchenträume wahr. Leadsänger Bill von Tokyo Hotel. Vor 3 Jahren führt Akta ein erstes Interview mit dem 13-jährigen Talent. Damals hat Schüler Bill vor seinem ersten Fernsehauftritt noch reichlich Lampenfieber und spielt zur Ablenkung Karten. Und bist du aufgeregt gerade? Total. Oh, ich glaube, so aufgeregt war ich noch nie. Schon krass so. Schon ziemlich aufregend. Weil sonst sieht man das ja alles nur im Fernsehen und so. Und jetzt mal selber dabei, das ist schon cool. Heute füllt Bill jede Woche Deutschlands Konzerthallen. Die Tokyo Hotel Tour ist fast ausverkauft. Vor 3 Jahren war sein Musikgeschmack allerdings noch irgendwie anders. Hallelujah, it's raining, man. Amen. Super, klasse. Ja. Bill tritt mit dem Oldie in einer Castingshow auf und fällt beim Publikum durch. Aber er weiß auch damals schon, warum er unbedingt auf der Bühne stehen will. Ich bin dann auf die Bühne gegangen, da habe ich noch gezittert, aber als ich dann angefangen habe zu singen, habe ich gedacht, gut, und dann habe ich es einfach genossen. Ne? Das ganze Publikum und wie die alle kreischen, und das ist schon geil, ja. Trotzdem kullern nach der verpatzten ersten Chance die Tränen. Aber da konnte Bill ja auch noch nicht wissen, dass die Mädels ihm nur 3 Jahre später die Bude einrennen werden. Ich bin leider ehrlich, auch wo es nicht passt.